So, das ist vielleicht jetzt der Moment, auf den ich mich am meisten gefreut habe während dieser Sendung. Es ist Donnerstag heute, der 14. April. Ich bin Jochen Truss am Morgen. Mein Team ist da und Pöni hat heute seine 333. Sendung. Yo. Das feiern wir heute. Danke. Und wir wollen natürlich, Pöni, dass du dich wohlfühlst bei uns. Ja. Was wir normalerweise mit dieser Höllengage ja hinkriegen, die wir dir zahlen müssen. Gibt's Geld? Geld gibt's hierfür? Ist nichts bei dir angekommen in all den Jahren. Es gibt hierfür Geld? Doch, ja. Doch, doch. Wohin muss ich gehen? Warte. Bei dir ist genug angekommen. Bei dir ist genug angekommen. Aber schön auf, ja. Und trotzdem wissen wir auch, dass ein Single-Mann wie Hans-Ulrich Pönack besonderen Wert legt auf eine ausgewogene, eine gesunde, eine dem State of the Art der Ernährungswissenschaft entsprechende Ernährung legt. Das war ein toller Satz. Kann ich den nochmal hören? Deswegen bitte ich jetzt, meine Damen und Herren, dass die Mitarbeiter ein riesiges Blech Pizza! Salami-Pizza in dieses Studio tragen. Salami. Und zwar, Pöni, pass auf. Ja. Das ist nicht irgendeine Pizza von irgendeinem Luschenladen in der Nähe. Nein, es ist die von Alibaba. Und du immer essen in der Bleibtreustraße eine Salami-Pizza mit einer 333 obendrauf. Hör mal hier, der Chefkoch. Herr Pöni, ich bin die Mehdi, die Grüße da. Ich hoffe, dass du dich an mich dran erinnern kannst. Natürlich. Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute für deine 333 Sendung. Ich habe deine Pizza persönlich gemacht, sehr gerne. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles, alles Gute. Ja. Lass dir diese Pizza schmecken. Cool. Mit Pizza gemacht. Ja. Okay? Cool. Viel Spaß. Ja. Okay, hey. Alles klar. Und was gibt's Schöneres, als eine kalte Pizza morgens zu essen? Herrlich. Ja, Pöni, nimm dir ruhig ein kleines Stückchen. Ja. Habt ihr keinen Ofen hier? Aber, nee, ist kalt, oder? Meine, wir können die in die Mikrowelle donnern, aber wir haben ein ganzes großes Blech. Ab Pöni, das schaffst du. Ja, aber ihr müsst auch. Ihr auch bitte. Alle. Nö, ist das mal schön alleine. Wir essen unser Müsli. Esst doch morgens keine kalte Pizza. Ich esse nur Früchte zum Frühstück.